Servus! Moin. Moin. Weiter geht's. Level durch Innis. Wir sind jetzt Level 45. Also nicht ich, aber Frau Kaiserin Franzi. Kaiser Franz heißt du ja hier. Level 45, wie oft sind wir durch Stratholm? Das waren so 5 Mal ungefähr, 4-5 Mal. Jetzt ist sie Level 45. Und wir können in die. Oh, was ist die Karte? Obere Schwarzfeldspitze, das heißt über die Ketten laufen, weil du kannst ja noch nicht fliegen, ne? Ach du Scheiße, Ketten. Ja, dann musst du zusehen, dass du nicht verreckst. Wo waren denn die Ketten? Warte mal, irgendwo hier. Zeitung, ne? Ey, ich war schon wirklich lange nicht mehr hier. Und wenn, dann über den Dungeon Browser, bin ich schon selber oft nicht mehr hingefahren. Weil ich hab's ja einfach, ich kann ja rüberfliegen, ne? Du bist übrigens permanent AFK. Immer noch? Keine Ahnung wieso. Oh, jetzt bin ich verfügbar. Scheiße. Das kriegst du hin. Oh, ich bin schon des Öfteren hier runtergefallen. Ja, früher bin ich auch runtergefallen, da kam mir die Kette auch nicht so breit vor. Gibt's hier Fest? Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob die schon in deinem Stufenbereich sind. Ach ja, stimmt. Kennst du doch früher hier, wo man hier eine Quest annehmen konnte, aber nur wenn man tot war? Ja. Das waren noch Zeiten, ne? Das war schon schön damals. So, hier bei der Kette, da hatte ich Probleme, da bin ich meistens runtergefallen. Oh. Das ist das Ding. Ich konnte früher nicht mal bei den Brücken laufen. Ja, früher hast du ja noch sehr viel Alkohol getrunken. Ja, das gemacht wird, ne? Also ich könnte ja eine annehmen, aber gut, ich bin ja eh schon 5000. Ich glaube, drin gibt's auch, ja, drin gibt's auch lauter Quests. Die eine hier, gut, die könntest du annehmen, Herz des Berges oder so. Kannst du die, siehst du die? Ne, hier gibt's keine Quests für mich. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen hier. Ich hab's Looten wieder ausgestellt, ne? So, kannst du halt selber machen hier. Sommer. Manchmal war ich auch ein Rambob. Also zwei. Ja. Und einer, der hier rumlief und dann so ein. Der eine ist nicht so selten. Ach stimmt, so ein Elite läuft ja auch noch rum. So, ich glaube, das waren alle hier. Ach, hier sind alle. Zip! Ups. Gut. Wir sind da. Und dann mal rein hier. In die gute Stube. Ich weiß noch, wie alle immer diese, den Schwarzfest gehasst haben. Okay, manche wollten unbedingt rein, aber ich habe ihn auch immer gehasst, weil er so riesig war. Kannst du was annehmen? Nein. Ist nur für mich. Echt jetzt? Okay, ich mache die beiden nur hier vorne, aber wir gehen gleich mal links rein. Wir gehen erstmal hier hoch und runter, ne? Sieht CP-technisch aus, ganz gut, oder? Ja. 500, 460. In den Dreh. Das nervt immer so mit dem Fokus. Ja. Kenn ich. Den auch weg, die Familie. Zack, die Schlappen. Jetzt geht's. So. Hinter mir ist ein Ding. Was für ein Ding? Dort an der Brandwache. Zum Feuer. Na, warte, mit dem Plan. Zack! Dankeschön. Ich fühle mich so ob hier. Ja, du bist ja ob. One-Shot-Kill, whoop! Oh.
80 Silber dafür bekommen. Hey. Ja, das bringt noch richtig Kohle hier. Ich find's immer so witzig, wenn die einen angreifen und aber ständig verfehlen, ne? Ich habe kein Ziel. Ja, diese Diamanten da, ja, stimmt. Die habe ich früher auch immer tonnenweise gehabt. Man ist ja richtig oft durch hier auch, ne? Weil das Schwarze im Allgemeinen, also die untere, ne, die obere. Oh, ach so, stimmt, ich habe ja Kirschen, das nehme ich noch mit. Ne, die untere Schwarzwaldspitze ist ja die letzte Instanz hier, ne? Also generell, glaube ich, in Vanilla. Also der höhere ist mir nicht bekannt hier. Was, ungültige, die verschwinden! Der eine ist einfach verschwunden hier. Ach Mensch. Guck mal, oben sind Affen. Alter. Das klingt schon wie eine Katze. Ja. Warte kurz. Dann mache ich das mal klar hier. So. Bei einer Armaufgabe. Zack und Schlitz im Kopf. Ich glaube, ganz in der Ecke, da waren auch noch welche, oder? Früher jedenfalls. Oder das waren die. Naja. Entschuldigung. Jo, pf, mein Gott. Sei froh, dass wir keinen Film drehen. Ich weiß nicht, was die Leute mit den Kindern um diese Uhrzeit draußen machen möchten. Naja. Weißt du, so, in so einigen Kulturen, da gibt's keine Bettzeit für, egal wie alt die sind. Ich bin so schrecklich. So. Und das auch noch. Wenn ein bisschen was verdienen muss ich auch, deswegen nehme ich das Leder mit. Ja, klar. Wir könnten hier durch, ne? Wir haben ja Zeit. Ach. Das ist aber nicht immer offen, ne? Nee. Ich weiß auch nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt. Ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang, wenn man oben... Ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Ich glaube, wenn man aber oben dieses Rad betätigt, damit der Aufzug kommt. Ach so. Ist nur eine Vermutung, weiß ich nicht. Ja, guck mal, wenn man nach oben schaut, dann ist da ein Durchgang, ne? Ja. Sieht so aus. Aber wir laufen klassisch ab hier, oder was? Ja. Vor allem eigentlich irgendwie aufgrund sich verlaufen hat, ne? Gerade in diesen scheiß Gängen. Wo man keiner wusste, wo geht's denn jetzt weiter hier, ne? Guck mal, hier könnte ich ja. Ich habe oft versucht, selber hier mit dem Hunde da, glaube ich, durchzukommen und ich hab's nie geschafft, alleine. Links nach rechts oder rechts nach links? Links nach rechts. Und dann gab es ja noch diese Nebenquests hier früher, wo man immer in diese Gefängniszellen gucken musste und so, ne? Mhm. Stimmt. Ach, guck mal. Dafür war die Zelltür. Ja, könnte ich rein, aber okay, machen wir später. Ah ja, und dieses Dunkeleisenerz, aber da habe ich auch mal genommen. Ich weiß, manchmal hat man diese Türen aufgemacht und da war so ein Agro-Mob dann drin. Mhm.
Transgression. Nein, ich wollte nur eben die doch fertig machen. Okay. Hier gibt es ja dafür auch einen Gildenerfolg. Irgendwie heute hat 1 Milliarde Kadaver. Ich bin ja nicht mehr viel. Nur noch knapp 1 Milliarde. Echt? Naja, nee, ich weiß nicht, wie viel wir haben. 5000 oder so. Oh, guck, 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 guck. Zu meinem Glück, dass ich so ob bin. Das ist echt. Das sieht voll cool aus, wenn man hier runterkommt. Gehen wir da rein? Wo rein? Hier. Was ist denn da? Achso, das ist ein Boss. Ja. Die war mal einer. Ja. Ist keiner da? Nee. Oh Gott, so viel Leder! So viel Leder! Kette, juhu! Kann ich nicht. Das sollten sie mal eigentlich in WoW einführen, dass man Gegenstände auch so wie in anderen Spielen auseinandernehmen kann. Dann so Grundstoffe draus bekommen, weißt du? Genau, ja, stimmt. So ein bisschen wie. Dem einen oder anderen geholfen. Hier war noch ein Boss, der Hundemeister. Ja. Ja, so ein bisschen hier wie in Romero's Aftermath, was wir gespielt haben, dieses Zombie-Spiel, ne? Wo du die Sachen einfach auseinandernehmen kannst und dann so halt Grundwerkstoffe rauskommen. Ja. Das sollten die mal einführen hier. So, jetzt aber. War hier? Nee. Ja, wir waren hier, wir müssen in die andere Richtung. Ja, wollten wir eben, ne? Jeder und so. Ja, ich weiß, das so. Das war nur ein Test, ne? Ja, klar. Ich wollte nur wissen, ob du noch aufpasst. Die alle verschlossen, diese Zellentüren. Ja, und die Schlüssel, ne? Und du kannst die ja nicht haben, weil du nicht lootest. Wenn du dann nicht. Hier ist die Arena. Ja, ich hab die Schlüssel. Ja, ich bin da. Willst du die machen jetzt, oder? Ja, klar. Ganz toll, machst du ganz toll. Ja, ne? Mhm. Warte. Fessel die Wut und lass das Geschäft an. Oh. Hier kriegt man ordentlich Leder zusammen. Gut. Und noch was ja gerade ein bisschen wert, oder wieder mal etwas wert. Ach, noch hin. Jung, beeil dich. Der soll mal auf dich zu. Macht sich Silber. Kann mir nicht immer so Basilisken raus oder so? Ja. Ja,
So, genau, hier geht's weiter. Vier Gold habe ich bis jetzt bekommen. Hakennetz. Eine Sekunde hätten wir sonst was denken können. Hallo, bin ich. Guck mal, wie du betäubt bist. Ja, weil ich hab Rudel an, ne? Ach nee. Ja, auf mich hat's keinen Effekt, weil die so niedrig du bist. Und dann der Höhle, da ist auch noch ein Boss, aber hier geht's ja auch irgendwo weiter. Soll ich mal die Tür machen? Ja, mach halt. Ist verschlossen. Ich hab doch Schlüssel. Ja, du hast die für die Relic-Kästen. Ach so, ja, okay. So. Meine Idee. Brauchst du was? Wie schon. Oh, 46. 17. Aha. Ja, ich kann ja schon absagen, wie es vorlaufen wird. Wie? Ja, das fertig machen hier. Dann kommt der versunkene Tempel, also Tempel von Atal-Hakar. Und dann kommen wir wieder hier. Wahrscheinlich könnten wir gleich hier bleiben, aber obwohl, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, erstmal 50 kommt man dann rein. Ja, Lute. Mach ich. Ja, gut. Hi. Schön. Weißt du, was der Nachteil von diesem Durchziehen ist? Du benutzt kaum deine Fähigkeiten und weißt, also musst dann wahrscheinlich erstmal ein bisschen üben, ne? Ja, dadurch, dass ich den einen. Ich hab ja schon einen. Ungefähr noch. Ist ja nicht vorteilhaft, wenn man das erste Mal ein Priester spielt. Ja, nicht nur Priester, jeden Charakter. Jetzt kommen wir, glaube ich, hier auf der anderen Seite an. Kann man hier. Vorratraumtür, bleib mal zurück. Ich hab's auch immer. Nicht so klar. Mach die tot. Mach die tot. Ja, Mann. Danke, so. Wird gar keine Liste. Also, ich glaube, das war dann. Und so ziemlich alles. Jetzt geht man nämlich nur noch den mittleren Gang, glaube ich, hier. Das, ja, was so nach, hier, genau, hier. Und dann hat man ist man alles abgelaufen. Warte. Er war doch auch ein Boss, oder nicht? Ja, die Madame. Eine Zauberin. Das bringt so richtig schön Leder. Du wartest jetzt hier. Mach ich. Jetzt kannst du einen Raum vorkommen. Den linken? Das ist Wurst. Ich hab ja beide fertig. Ich nicht.
Okay, weiter. Weiter! Ich habe mich nicht getraut. Macht eben schon. Ey, wieso kann ich den Hund hier nicht looten? Den hast du nicht gelootet. So, jetzt geht's da natürlich weiter. Aber ich weiß gar nicht mehr, lass mich mal eben gucken, wo kommt man da an und. Ach, da ist man auf einer anderen Seite. Das haben wir alles schon klar gemacht hier. Ja, stimmt. Nee, dann lass uns wieder zurücklaufen, ist ja unsinnig, wenn wir alles zurücklaufen. Die schreien im Hintergrund. Du kannst natürlich gucken, kannst du da. Siehst du Quests jetzt, werden dir welche angezeigt? Auf der Karte. Ja. Und dann brauchst du auch nicht mehr. Ich könnte Taschen nehmen. Muss ich aber nicht. Na, wir können weiter. Warte mal, da ist eine Tür. Ach, da, das war doch die Tür. Ja. Warte mal, ich will nicht kommen. Das ist okay. Ach so, du müsstest den Schlüssel haben, ne? Für was? Für was? Schlüssel. Für hier. Was ist das denn? Ups. Sieht gut aus. Willst du oben noch langlaufen, komplett alles da? Vielleicht solltest du hier warten. Denke ich mal. Jetzt kannst du rechts reinlaufen, vorsichtig. Ich meine, die tun ja nichts, solange du die nicht angreifst. Ich weiß, ich traue dir nicht. Fokus! Wir müssen den Fokus fokussieren. Ich glaube, ich bin hier auch einmal als abgelaufen hier. Okay, kannst nachkommen.
Das ist jetzt schon ziemlich. Ich weiß gar nicht, wie lange wir unterwegs sind, aber es, man merkt wirklich, wie groß das eigentlich ist. Ja, das ist. Ich brauche ein Ziel. Dass die nicht auseinandergenommen ist. Na, ist sie schon. Also wenn du anfängst, dann machst du eigentlich nur den ersten Teil, nämlich da, wo wir reingegangen sind, in den Raum da, ne? Mhm. Wo die Magierin da ist. Ja. Pass auf, da müssen nämlich gleich welche von oben kommen. Eigentlich. Irgendwas früher so. Gut. Die kommen nicht. Die haben Angst. Hm. Kann ich verstehen. So, rechts rein kannst du. Das ging flott. Ja. Naja, ist voll witzig irgendwie. Zum grimmigen Säufer. Ein Spaß. Okay, machen wir erstmal Hurley. Soll ich bleiben oder? Nee, komm direkt hier bis ganz nach hinten. Zu dir. Mhm. Jetzt kommt. Jetzt ist es diese Ordnung. Wie ein Suff angegriffen. Mhm. Ja, weil Suff hier fotzen. So, wann der noch der Kleine hier? Ich ist mit Pestatem. Ripley. Soll ich hier bleiben? Ja. Jetzt kannst du rauskommen. Der denn jetzt hier? Jetzt läuft er davor, stimmt. Da gab es ja noch eine andere Möglichkeit, ne? Ja? Ja. Dass man den einen Gast, der jetzt hier leider nicht mehr lebt. Den kann ich ansprechen, kann ich da. Ich verkaufe das Zeug. Na gut, die Wache, man kann eh vorbeilaufen an der. Aber es gibt ja noch die Möglichkeit, dass man den einen Gast immer Bier kauft. Aha. Und irgendwann wird er so besoffen und haut eins von den Fässern oder eins auf die Fässer und dann knallt so ein Korken raus und zerschmettert die Tür. Wir kommen jetzt. Ja, ich will sofort. Hm. Oh, oh, oh. Den Stress. Stress ja nicht, ich sag nur sofort. Ich bin sofort fertig. Ich geh mal zum Endboss. Warte auf mich. Bist du?
Ich finde den Weg nicht, wenn ich hier allein muss. Ich glaube, hier geht's auch hin zum Endboss. Wenn ich mich recht entsinne, ja, warte mal. Dann muss ich mal eben ein bisschen vorlaufen und gucken. Da will ich jetzt noch gar nicht direkt hin, weißt du? Ja, hier wäre der Weg zum Endboss. Weißt du, da kommt man in diese Kammer ins Lyzeum, wo die ja, überall diese ganzen kleinen, wo man die Fackeln einsammeln muss. Ich meine, wir könnten es machen und dann den Rest auf Rückweg oder so. Was du möchtest. Im August. Entscheiden. Du musst es so. Jetzt erstmal die Gruft hier noch. Ach, das ist aber nicht stimmt. Ne, der noch und dann der, glaube ich, hinter uns. Ja. Das hier ist das Lyzeum. Weil ich kann die hier die Elementare kann ich auch noch. Hier ist ja der Eingang zur Schmolz und Kern. Ah, da waren wir auch schon. Ja, öfter. Da kannst du Sachen schmieden aus diesem Dunkeleisenerz, aber nur dort. Ach so, stimmt. Ich bin immer noch erstaunt, wie groß das hier eigentlich ist, ne? Ja, eine größere Indien gibt's nicht, oder? Weiß ich nicht. Also hier jedenfalls nicht. Das ist jetzt hier mit den Fackeln, ne? Mhm. Musst du ja alle einsammeln. Ja, ich weiß. Du musst sie alle töten. Ich darf nicht sterben. Bleib ich eigentlich. Ist besser, wenn ich bei dir bleibe, oder? Ja, dann technisch schon. Und die gibt's ja eh kaum Punkte. Ich schmeiß auf eine Fackel, eine Fackel. Okay. Eine Dingenskirchen hin hier. Ich meine, ich könnte hier überall langlaufen und dann. Was Hilfe! Ist? Du musst sie töten. Die töten mich. Ich kann doch nicht die ganze Zeit hier AOE machen und so. Du musst doch zusehen, dass du am Leben bleibst. Lass mich heilen, die töten mich. Ja,
Ich bin los. Da schießt immer noch einen auf mich. Ach, meine Güte, was soll ich denn machen jetzt? Hast du nur noch Rote irgendwie? Wir müssen nur zusehen, dass wir so eine Fackel nie bekommen. Ja, nicht wenn ich nicht laufen kann, weil ich ständig hier bedeckt werde. Pass auf, ich mal bei Rudel aus. Ich hab ne Fackel. Okay, dann lass mal hier jetzt hoch. Da schießt einer durch. Da ist irgendwas. Hast du noch eine? Ich glaube nicht. Ich guck mal in den Taschen. Tauchen immer wieder auf, ne? Ja. Und die bring ich dir hin. Jetzt gerade, wo ich nichts frage, das ist natürlich clever. Das ist. Die ist ja echt tot. Gut, danke fürs Zuschauen. Wieso? Dann müssen wir alles nochmal machen. Hinterlasst doch ein Abo. Das stimmt gar nicht. Wegen ihr haben wir jetzt leider versagt, müssen halt nochmal eine Stunde los, aber. Pff, hey. Du sollst mich beschützen, ne? Ey, du musst aber auch drauf. Ich kann nicht ununterbrochen AOE machen, mein Fokus geht halt nur irgendwann zu Neige. Hm? Kannst du diese scheiß Pfanne echt nicht benutzen hier? Hm. Nee. Ich brauch eine Fackel. Hier vorne ist gleich ein Flammenbewahrer. Ja? Nimm einfach den Bumerang. Ich nimm's. Ja, ich hab ne Fackel. Ja, und viel am Arsch. Jesus. Jetzt mach das da schnell. Bin doch dabei. Oh, die kommen, die kommen. Brauchen wir noch mehr Fackel? Nein, es sind ja nur zwei. Wunderbar. Hilfe! Gar nicht so einfach. Aha. Weiter, komm. Warte, ich heile mich. Da kommen noch mehr. Oh je. Yeah. Lauf nicht zu weit, sondern dann gehen ja diese Dinger noch los, oder sind wir am Boss? Mhm. Jetzt gehen nämlich diese einfach schnell durch. So, ich mach das mal rechtzeitig, das hier. Selber noch da man sollte. Ach, ich mach bei dem Boss mit. Jetzt. Was haben die Angst?
benutzen? Die Throne kann man benutzen? Du kannst dich raufsetzen, ist ja wie ein Stuhl. Wir waren auch schon mal mit Danny hier. Hat sich auch. Ja, stimmt. Ach ja, sie hat sich hingesetzt, ne? Und dann sollten wir Screenshots machen. So, weiter geht's. Jetzt wird dann natürlich wieder alles voll sein, ne? Ich hab's cool, ich kann einfach durchlaufen. Ich muss jetzt also, am besten wäre es eigentlich, wenn ich irgendwie die Kite, also an die Binde, so ganz von außen lang. Warte auf mich. Hilf mir nicht weg. Ich nehme die absichtlich alle hier mit. Ach so, ja. Du nimmst sie nicht alle mit. Stimmt. Mein Gott, du bist auch so low, ey. Was soll ich denn machen? Sind die auch den ganz falschen Weg? Muss ich wieder Fackel nehmen? Nein, ne? Wozu denn? Ja, Fackel. Kann ich hier nicht so gut. Hier raus, ne? Ja, geh einfach. Ich gehe. Das ist so stressig. Ich hab Lust auf Kuchen. Käsesahne. Ja, gut. Fertig. Jetzt lass es mal jemand. So, was war denn jetzt noch? Irgendeine Abzweigung, glaube ich. Irgendeine Abzweigung fehlt noch. So, ich kann ja erstmal Rudel wieder anmachen. Komm mal Rudel. Bei Rudel kam mir auch früher mal schneller vor. Ich weiß nicht. Ach ja, hier, genau, Reliktkasten und sowas, das muss auch. Das heißt, wir müssen jetzt hier durch diese Maulwurfmaschine benutzen. Siehst du, und Lord Incendios ist ja auch noch. Wohin? Ins Domizil. Wo ist doch gleich welche? Muss aufpassen, da kann gleich noch einer kommen. Ich muss das erstmal alle leeren hier klar machen. Ja, ach, komm. Manchmal sieht es so aus, als stehst du da und wie darf ich? Das kommt. Müsste man für durchziehen bezahlen, ne? Ja, so haben die gerne gemacht. So eine Art wie. Oh! Was? Ich bin wieder aufgestiegen und hier ist einer, der mich bauen muss. Der kommt zu dir. Sich aufgestellt.
Nachrichten? Ja, hast du schon erwähnt. Gut. Ich hab's ja auch gehört. Das ist schön. Tiktu, habe ich schon erwähnt, du hast mir gar nicht gratuliert. Was gibt's denn hier oben? Ach, wir sind hier wieder am Ring. Okay. Wir sind, glaube ich, schon fast eine Stunde hier oder so. Echt? Nee, hier geht's auch noch runter irgendwie. Das ist auch riesig. Gibt es ja zwei Eingänge jetzt. Ich nehme den ersten hier. Okay, hier ist die Handwerkerhalle. Ups. Fokus kacke nervt voll. Meiner war besser. Ich glaube, wenn man jetzt hier weiterläuft, weil hier ist nochmal Brandwaffe. Also Lord Incendios, genau, der kommt da auch noch hin. Incendios, nee, Incendios, du. 6 Gold und 40. Ja. Jetzt ist man schon fast wieder am Ende. Wir müssen auf jeden Fall noch in die Reliktkammer. Weil jetzt ist hier das Ende. Das ist nämlich da, wo jetzt vorhin offen war. Das ist jetzt nämlich geschlossen. Das stimmt. Sehr. Jo, also wieder zurück. Naja, looten darfst du noch. Ja, gerne. Mensch, ich bin ja nicht so. Das habe ich dir nicht. Da liegt doch nichts. Guck mal, krass, du bist zwei, drei Stufen aufgestiegen hier. Ja. Das ging aber schnell, ne? Ja, ist ja auch riesig hier. Klar, wenn du hier eine Stunde dann fast durchlatscht. Wenn das jetzt eine Stunde dauert, wenn du mich durchziehst, wie lange dauert das, wenn man die Indie richtig macht? Na, eigentlich fast genauso lang, weil das sind ja mehr Spieler und die muss das kombiniert denken sozusagen, ne? Was meinst du denn? Naja, dass die 5 Spieler wie ein 100er sind sozusagen. Falsch. Richtig. Wie denn jetzt? Ja, komm in die andere. Falsch. Mach einmal mit jedem. Ja. Das ist fertig. Ach, das ist ja hier. Machen wir hier? Naja, du kannst dich erstmal hier bedienen. Der Boss kommt ja nur, wenn alle Fächer geöffnet sind.
Früher war ich so gierig, ey, ich wollte so viel. Ich bin mal ganz schnell, habe ich versucht, die Dinge aufzumachen, ne? Das stimmt. Weil ich nicht wollte, dass andere mir irgendwelche Münzen klauen oder sonst was, ne? Ja. Ja, was? Ja, das stimmt. Ich kenne dich so. Ja und? Problem? Ja. Man muss jetzt sehen, wo man bleibt. Nein. 73 Leder. Ich will auch gerne mal aufmachen. Benötige Grillkastenschlüssel. Hast du überhaupt so viele? Nicht. Also du müsstest eine ganze Menge haben, weil da keine andere welche im Lauf hat. 15. Das könnte reichen. Ja, da ist auch das Questing, da ist das Herz des Berges drin. Wenn wir das jetzt haben, dann war es das auch. Dann haben wir alle Bosse gemacht, wenn ich recht hatte. Aha. Das war alles dann. Es wird schon auch spannend. Hey, nur noch drei Türen. Obwohl, hast du nicht den Schlüssel für den mittleren Kasten? Vom Dunkelbewahrer? Nee. Nee. Was hatten wir letztens auch? Wo hat uns was? Irgendwas hat uns gefällt. Naja, ist egal. Ich glaube, ich habe das Ding noch nie aufgemacht, weiß ich nicht. Also noch nie in 8 Jahren. Kann ich auch nicht kommen. Jetzt kommt er. Oh, oh Gott. Oh mein Gott. Was für ein Glück. Guck mal, jetzt ist das Herz des Berges, kann man entnehmen. Geheimsafe. Siehst du das? Aha. Na, glaub dazu. Stopp. Ja, davor ist das Herz des Berges. Kann jetzt keiner aufnehmen, weil ja keiner diese Quest hat. Ja. Und dann sind wir hier fertig. Das hat Spaß gemacht. Die ganze Stunde. wenn man weiß, wo man hinlaufen muss. Ne? Ja, ich weiß das, weil ich hier schon so oft drin war. Ich meine, ich habe mir das schon irgendwie verinnerlicht. Und selbst wenn ich irgendwo mal anders langlaufen würde, wüsste ich, ich mache jetzt erstmal das Abteil, dann hier den Teil und dann den Teil. Ne? Und irgendwann komme ich eh immer am Ende und habe dann alles gemacht. Ne? Ja, ja. Gut, ja. Und für die es nicht wissen, das ist auch cool. So, diese Lichteffekte. Ja, ne? Ja, gut, dann gehen wir mal zum Tempel von Atalhakar und kommen dann hier wieder her und machen die obere Seite, ne? Mhm. Gut. Okay. Alles klar. Ich den an. Dich denn an.